Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Planet Zoo. Wir haben in der letzten Folge angefangen, hier das Eisbärengehege vorzubereiten. Jetzt müssen wir das bloß fertig machen. Im ersten Schritt müssen wir jetzt das Haus hier fertig machen und die Außengehegeanlage. Natürlich, wenn es soweit ist, dass das Teil hier wieder nicht erkennt, welches zu was gehört. Kann man das denn nicht als Gehege definieren oder so? So, das ist Gehege oder sowas. Na, jetzt hat er es als Gehege markiert. Schön. Wir müssen an dem Gebäude hier noch weiterbauen, damit das fertig wird. Bedeutet, wir müssen hier in den Bearbeitungsmodus... Nicht speichern. Bearbeiten. Wo ist das Betondach wieder? Das sind ja billige Betonhütten, halten aber viel dafür aus. Ist die Frage, machen wir ein Doppeldach drauf, sowas? Ah, machen wir mal einfach, oder? Zack, zack. Jetzt müssen wir nur ein Dach dafür noch finden. Wie wäre es, wenn wir hier ein schön modernes Glasdach nehmen? Ich glaube, wir können jetzt dann auch das Affenhaus bauen, ne? Von unseren Möglichkeiten her müsste sich das jetzt dann ausgehen. Neue Weltfenster. Ich brauche doch nur Dächer. Ganz vorsichtig. Schaut das schon mal noch ein bisschen mehr aus. Zack. Nope. Perfekt. Hatte schon mal ein Glasdach dabei. Kriegt schön Licht auch von oben. So. Jetzt kommen noch die seitlichen Vorhänge dazu. Zack. Einmal drehen das Ganze. Nein. Zack. 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 Können wir da vielleicht noch was Schönes dran bauen? Na, sowas hier. Abflussrohr. Wie bin ich jetzt da hingekommen? Ach, das muss wahrscheinlich zu einer Bodenplatte stecken. Also irgendwie check ich das Ganze noch nicht. Was ist das denn jetzt? Trichterrinne, okay. Ich
würde nicht gerne noch so ein, zwei Kleinigkeiten dann machen, aber wenn ich checken würde, was das alles ist, dann wäre das vielleicht auch einfacher. Das habe ich ja gecheckt, so. Ich könnte natürlich rein theoretisch so einen Eingang noch drüber machen, aber das ergibt ja komplett keinen Sinn. Das ergibt auch keinen Sinn. Hier seitlich eine Verglasung bringt auch nichts. Ist auch ein Schmarrn. Kann man irgendwas an diesem Haus noch dekorieren? Säulen. Hohe Säulen. Da haben wir doch was. So. Das ist mal bei dem, das müssen wir jetzt hier beenden sagen. Das sind halt die billigen Unterkünfte, ne? So simpel gesagt jetzt. Sagen wir hier noch, ne, an der Frontscheibe Einwegspiegel machen. Umgekehrt. Zack. Jetzt haben sie da drin die Ruhe. Alles ist wunderschön. Wir lassen mal die Zeit währenddessen weiterlaufen. Dass wenigstens etwas passiert. Jetzt würde ich mich erstmal in dem Gehege darum kümmern, dass es kalt ist. Oder die Temperatur, die Klimaanlage. Ach, guck mal, die kann man in ein Gebäude stecken. Dann stecken wir jetzt hier eine dran. Wo ist die denn? Habe ich nicht hingebaut gehabt. Hupsala. Stellen wir mal auf minus 20 Grad ein. Die stecken wir jetzt so hin, als ob die hier aus der Wand rauskommt. So. Auch auf minus 20 Grad runter pushen. Die habe ich nicht so genial platziert. Warte mal, die können wir aber noch. Warte mal, ich tue noch in irgendeiner Gruppe arbeiten. Oh, scheiße. Das gehört jetzt nach da unten. Scheiße. Bewegen. Jetzt hat. Beenden. Jetzt habe ich halt noch da reingebaut. Mein Gott. Technik abgeschlossen. Was ist los? Von niedrigem Wohlstand. Wieso das denn? Gehege? Temperatur. Wo hockst du denn schon wieder? Nein, Gehege. Dann tun wir halt hier noch so einen Kühlbalken hinsetzen. Das ist auch wurscht. Noch mal minus 10 Grad. Dann müssten die Temperaturen doch für ihn gleich viel angenehmer sein. So. Nein, einer meiner Bisons ist tot. An Altersschwäche mit fast 40 Jahren. Schade. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es so bald passieren würde. So. Temperatur trotzdem weiter jetzt. Was ist das jetzt? Versuch mal so Pilen mal Daumen das hier hinzusetzen. Und jetzt tun wir die alle mal auf die kälteste Temperatur einstellen, wie es geht. Krankheit ist nun lebensbedrohlich. Hallo? Tierarzt!
Der hat eine Infektion. Die muss behandelt werden. Dich habe ich hier schon. Oh, ich sehe nichts. Auch wieder runter drin. So. Der Hügel hat also eine sehr hohe Kältestruktur jetzt. Gabelbock ist gestorben. Nein, Tier verstorben. Gabelbock. Am Wasser. Was für ein dramatischer Tod. Was die sich denken müssen. Ich wusste, ich hätte einen Schirm mitnehmen sollen. Kriegen die bei mir nicht irgendwo Schirme? Die laufen doch alle mit Schirmen rum. Seid ihr aber selber dumm dran. Das Leistenkrokodil wird sich bald paaren. Ich sehe absolut nichts bei diesem Drecksregen. Ich wollte gerade sagen, dann ist doch was. Stopp. Was steht hier? Tier kämpfen wegen unkorrekter. Wo denn? Ausgewachsen, ausgewachsen, aber Gold. Dann bist du mal hier. Ich würde dich mal freilassen. Tschüss. Haben wir das Problem mal auf einen Schlag gelöst? Du bist das Weibchen. Kein stabiler Rückzugsort. Dann tun wir das jetzt mal bei denen hier. Du bist auch ein Weibchen. Können die denn sehen? Nee, ne? Dann machen wir mal hier schnell, das bewegen wir mal. Nach hier, genauso wie wir den Ball hier mal bewegen. Halt alles sehr klein. Aber naja. Tun wir hier noch schnell eine Einrichtung hinpflanzen. Wir nehmen da was relativ Kleines, Simples. Wir machen jetzt einfach so einen Durchgang. Wo sind denn diese Durchgänge wieder? Das ist jetzt kein praktischer Durchgang für so ein Tier. Aber wir können ja rein theoretisch einfach hier eine Leiste drüber setzen. Wo sind die jetzt? Wo waren die zu blöde Wand wieder? Da. Zack. So. Und dann setzen wir ein simples Dach drauf. Zack. Und nur ein ganz simples Dach, bitte. Teilverkleidung. Zack. So, dann Seitenverkleidung dran. So. Es müsste doch ein neuer, guter, stabiler Rückzugsort sein, oder? Da kommen jetzt ja noch fürs Gehege. Kleine. Würde jetzt genug beenden. Und jetzt müsste sich das mit dem stabilen Rückzugsort ja auch bei denen verändert haben, oder? Lebensqualität, was ist bei denen falsch?
Ach du Scheiße. Kleiner Ball. Okay, Gehege. Filtern. Art. Galapagos-Schildkröten. Wo ist denn hier die Lebensqualität? Klumpen Eis. Kleiner Ball. Macht auch nicht so viel, der Früchtebaum. Scheiße. Der hat was gebracht. Ein Sprinkler. Eisball zur Beschäftigung. Okay, vielleicht sollten wir das lassen dann. Wo ist denn der blöde Bulldozer, wenn man ihn braucht, so. Und der stabile Rückzug, also ja, 47% erfüllt. Ja. Die sollte ich vielleicht später in ein Haus verschieben. Eins der Leistenkrokodile ist erwachsen. Ist dann kein Problem hier. Zu viele erwachsene Tiere, warte mal. Ich sehe aber actually gerade nur zwei erwachsene Tiere. Du bist auch das Alte. Verpasse ich hier irgendwas? Das sind alles die Jungtiere. Mir wird hier aber erzählt, ich muss mal einen Techniker rufen, dass hier angeblich zwei erwachsene Tiere leben. Der hier. Dann würde ich dich in die Freiheit entlassen, mein Freund. 72! Das ist ein guter Punkt. So, dann kriegen wir noch ein bisschen Kohle. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ihr alle, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und in der nächsten Folge sehen wir uns dann wieder, wenn wir unsere Eisbären neu rauslassen. Also, bis dann. Ciao!